Wieso treffe ich den nicht? Ah, Alter, ich wollte schon so irgendwie leck gewesen oder so. So, okay, er ist down. Ja, ist schon ganz geil, der Bär. Schon ganz geil, der Bär. So, jetzt haben wir auf jeden Fall noch einen Crossbow. Davon hatte ich auch noch einen Bipedog gesehen. Oder auch nicht. Ich dachte, hier wäre nur eine oben. So gut, weiter Richtung Sumpf. Ich kann sein, dass ich bin die ganze Zeit eigentlich, am liebsten würde ich Wreck Potion zünden, aber irgendwie würde ich es gerade auch noch nicht. Ich hau mal hier wieder welche rein. Auf jeden Fall hatte der Element dabei. 79. Moment. Ah, hier sind 6 drin. Nice. Okay. Jetzt haben wir hier 5, wenn ich es richtig sehe. Ist voll klein. Und 6 haben wir hier. Das ist gut. Oh, der hat einen richtig guten Tech-Rex-Sattel. Wäre auch eine Idee. Wie gesagt, die sind auch deutlich stärker. Der hat einen Compound Bow, Leute. Nice. Pfeile gehen gerade nicht rein. Moment. So. Irgendwas. Ah, hier rumstehen ist gerade auch nicht die beste Idee. Gucken wir gerade schnell nochmal durch. Wow! Creator Tech Legends! Der war auf jeden Fall, der war auf jeden Fall in der Höhle drinne. Gleich anziehen, Leute. Moment. Okay, ich mach mal eben ins Wasser. Bin ich safe? Halbwegs safe. So, okay. Was geht ab, Alter? Das war auf jeden Fall einer, der in der Höhle drin war. Wo sehe ich noch irgendwas Wichtiges? Ne, das sind nur so. Ganzen Zettel genommen. So, ich guck gleich nochmal, Leute. Ich will jetzt erstmal. So, Leggings. 10.000 Armor. What the fuck? Danke, Mann, Alter. Handschuhe? Die sind leicht besser. Okay. Schuhe. Haben wir da. Also die könnte ich dann später anziehen, wenn ich auf dem Dino sitze. Das wäre eine Idee. Weil die gehen irgendwann kaputt. Theoretisch. So gut, ab zum Sumpf, Leute. Wobei Element habe ich wahrscheinlich jetzt auch genug. Wie viel Element habe ich denn jetzt? 217. Das würde ausreichen. Okay. Ich will mal eben Crossbow testen, wie der Schaden ist. Das ist der Primal Crossbow mit Primal Metallpfeil. Na komm her. Wie treffe ich den nicht? 120.000. Also, man muss überlegen, man kann mit dem ziemlich schnell ballern und so. Also, der taugt auf jeden Fall was. Guck mal, wie schnell ich den Mantis gekillt habe. Also, wenn man schnell einen roten Biegen findet, oder einen gelben, und man hat noch keinen Dino, kann man damit halt auch wunderbar erstmal Dinos killen oder so. Das hat auf jeden Fall einen Sinn und einen Zweck. So, gut, Leute. Nee, ich muss jetzt irgendwo hin, wo ich kurz safe bin. Beziehungsweise, ich muss mir eine Primal Workbench machen. Bei Boss Tribute hatte der jetzt auch nicht dabei, oder? Ne, haben wir noch nicht. Okay. Also, Workbench. Wir brauchen die Primal Workbench. Primal Smithy brauchen wir, glaube ich. Brauchen wir Kristalle, Hide. Okay, Moment. Hide haben wir auf jeden Fall da. Kristalle haben wir auch da. Was brauchen wir noch? Stein und Wood. Okay, Moment. Das muss man eben mal schnell abbauen. Ich versuche mir jetzt noch einen Boss zu tamen, Leute. Probieren es. Ich könnte halt auch einen Rex tamen. Würde auch Sinn machen. Ich weiß. Wir haben einen relativ guten Sattel. Also wenn ich keinen Boss finde, würde ich vielleicht noch versuchen, Rex zu tamen. So, gut noch. So, jetzt will ich aber irgendwo, wo ich nicht so ungeschützt bin, hin. Kann ich hier irgendwie hier drauf oder so? Okay, ich mach mal eben Stecken ab eben. So. Mach mal hier hin. Okay, ist gut. So, Smithy. Ne, halt, können wir schon craften. Und Boss Tribute. Okay. Brauchen wir noch eine Foundation. Mach mal sogar eine edle Holzfoundation, Leute, das geht. Go, go, go.
Okay, Smithy. So, Element rein. Tribute. Craften. Okay. Ja, das wird jetzt interessant, weil wir haben leider auch keinen guten Pfeil oder so. Da hätte man mehr auf Beacons gehen müssen. Wir müssen den dann einfach mit Darts tame, Leute. So, Tribute ist fertig. Okay, kann ich ihn mitnehmen? Ja. Okay, nice. Alles klar. So, wir gucken jetzt nach. Ich weiß nicht, Dodorexe könnten wir probieren. Könnten auch Affe probieren. Dodorexe sind halt mittlerweile gut genervt, ne? Also die halten nochmal. Ich glaube 40-50% mehr Schaden bekommen die im Vergleich zum letzten Durchlauf, weil sie so viele beschwert haben, dass er zu stark ist. Wo sie auch nicht Unrecht hatten. Ich hätte den eigentlich ansonsten so gelassen. Weil ich schon fand, hätte ich mit dem Rhino, hätte ich den ordentlich geskillt und so, da wäre auf jeden Fall gut was gegangen. Aber wir können trotzdem als Backup könnte man Dodorex mitnehmen. Oder wir setzen uns drauf, wäre auch eine Idee. Ich check mal eben die Sattel noch, die er noch dabei hatte. Das würde mich mal interessieren. Ein Rex wäre halt auch geil, Leute. Einfach ein Rex, die machen jetzt auch gut Schaden. Zähle Tüler, noch ein Direbeer-Sattel. Mit was setze ich denn jetzt drauf gerade? Der ist ja genauso gut wie meiner. Okay, interessant. Die Giga schaffen wir nicht mehr, Leute. Ich bin fast dafür, dass wir noch schnell irgendwie einen Rex tamen. Das könnte man auch machen, wenn wir einen sehen. Einfach als noch als Zusatz. Es ist halt doof, dass wir. Das Tame wird halt relativ lange dauern, aber ich bleibe einfach drauf sitzen. Also da ist einer drauf auf dem Spiel. Aber ich gucke erstmal, ob ich einen Dodorex finde. Und dann können wir auch nochmal Monster Island machen und gucken. Ach übrigens, ich darf nicht nur Sattel eingeben, ich muss auch Armor gucken. Wie von Armor? Balbdog Armor. 1000 Rüstung. Griffin, Reaper, Griffin. Okay, wir könnten auch einen Balbdog tamen. Habe ich die Qual der Wahl. Balbdogs gibt es auf Monster Island, die Evil-Viecher. Ich guck mal eben, was wir hier noch finden. Ja, ich wäre jetzt echt mit Flatsuit schneller. Also ich glaube nur der Direbeer, da kriegen wir auf den Sack im Finale. Das glaube ich zumindest, aber wir können es probieren. Aber jetzt noch irgendwie Backup sammeln, natürlich geil. Aktuell sehe ich keinen Dodorex. Gucken wir mal, ob wir hier einen Affe sehen oder so zufällig. Da vorne ist einer. Okay, wir gucken mal, Level. Nur 12 ist zu low. Das lohnt sich nicht. Also er sollte mindestens 200 sein. Damit das was bringt. Vorne ist noch ein Affe. 112. Ah, 112, der ist sofort tot, ey. Vielleicht hätte ich erst gucken sollen, ob ich irgendwo ein gut geeignetes Vieh sehe, bevor ich mir die Scheiße tame. Ansonsten hätte ich mir daraus 6 oder 7 Rack Potion machen können. Das wäre wahrscheinlich schlauer gewesen. So, ansonsten ist ja keiner. Also ein 100er tame ich nicht, ey. Das lohnt sich nicht. Jetzt nehmen wir den Biegen schnell mit hier. Da vorne ist irgendein Megaboss. Den kill ich auch mal noch schnell. Ich glaube. Geht jetzt irgendwas auf mich? Ich hatte die Hoffnung, dass hier noch ein guter Pfeil drin ist, wisst ihr? Okay, Leute. Hier ist ein Dämonenbalbdog. Level? 300, das ist richtig hoch. Okay, lass den probieren. Ich habe halt keine Ahnung. 1 Million Torpor. Wir probieren's. Ah fuck, die Grenze ist schon hier. Na gut, wir probieren's trotzdem. Oh, ist ja schnell.
Ich hoffe, ich habe dämonisches Kibbel dabei. Wir müssen aufs Leben achten. Der macht nämlich auch dort Schaden. Halbes Leben noch. Gleich Wreck Potion zünden. Na, jetzt noch nicht. Aber jetzt. Das war um. Also der Sattel, die ist nicht ideal von dem Bad Dog. Oh nein, bitte sei nicht so schnell im Wasser. Fuck. Fuck. Jetzt sehen die Hits nie, oder? Scheiße! Soll ich den kriegen? Okay, der hat gesessen, der hat gezählt, erzählt. Yo! Das betäubt. Okay, Kippe. Ja, hier haben wir eins. Abgefahren, Leute. Fuck! Oh nee, das ist nicht euer Ernst, oder? Scheiße! Okay, ich hab ihn. Komm her. Los, komm. Nice, wir haben ihn, Leute. Wir haben ihn. Okay. Ein Stück vormachen. Alles killen, was da ist. Wir müssen den gleich und gleich draufsetzen. Abgefahrene Runde, egal was jetzt noch passiert. Ich hoffe, wir rippen jetzt noch nicht noch dumm instant irgendwie. Oh, hier sind auch komische Kampfdodos. Oh, was geht denn hier ab, ey? So, okay, gut. Den Bären würde ich jetzt auf Follow machen oder einpacken? Ne, wir machen den auf Follow. Okay, Scheiße. Ich glaube, hier kommt immer wieder was. So, ab geht's. Armor drauf. Scheiße, Balb. So. Den machen wir auf Follow. Okay. Okay. Man weiß ja nie, was drin ist. Na, das stecke ich hier drin. Okay, Leute. Das Problem ist, der Bär ist ganz schön lang. Ja, so geht's. So, mal gucken jetzt. Wir müssen Charge Emission Range skillen, damit der Schaden nach oben geht, by the way. So, wir haben noch 7 Minuten, um den zu leveln. Ich bin ja fast dafür, dass wir auf dem Bulb Dog draufbleiben, weil der schneller ist. Übrigens, linke Maustaste macht er das. Das ist. Und das hier, rechte Maustaste. Und ihr könnt ja mal gucken, wir machen jetzt 22.000 Schaden mit dieser Rolle. So, Damage. Müsste jetzt gut nach oben gehen. Der Bär ist noch da, oder? Ja. Auf jeden Fall. Oh, der hat richtig gut Leben auch, ey. Das lohnt sich. Movement Speed. Aber wir wollen vor allem. Ja. Der ist echt nicht schlecht, Leute. Der ist aber auch Level 300, das ist krass. Die können auch Level 1 und so sein. Also, weil die Primes und so, die sind ja in der Regel immer relativ hoch. Die sind ja immer so 250 bis 300. Der Bulb Dog hingegen, also die ganzen Evil-Viecher, die können halt auch Level 30 sein und so. Von daher ist das übelst lucky. Ich muss auch gleich immer das Leben checken von den Bären und so. Mal gucken, mal Schaden. Also eine Rolle und das Vieh ist tot. Ich kann das nicht ganz so einschätzen, wie gut das jetzt wirklich ist. Ich weiß es nicht. Also wie schnell sind wir denn? Kann ich auch nicht einschätzen. Ich glaube, wir sind relativ schnell, oder? Aber ich will noch schneller sein. Okay. Wie ist dein Leben? Okay, ich hau dir nochmal ein Wreck Potion rein. Jetzt nehme ich hier alles raus.
hau hier das alles rein. Ich weiß nicht, was die bessere Wahl ist, Bär oder Bipedog. Also der Bipedog ist halt viel, viel schneller und der Bär wird halt sehr, sehr schnell sterben. Das ist klar. Ich könnte ja nur erstmal einpacken und die am Ende rausholen. Aber will ich eigentlich nicht. Will ich eigentlich nicht. Eigentlich, was mich nervt, ist, dass die Kamera so nah an dem Bipedog dran ist, ey. Die Übersicht ist echt schlecht. Also es kann jetzt gut sein, dass ich Insel auf den Sack bekomme, Leute. Ich kann es nicht einschätzen. Jens. Das ist viel zu nah dran, die Kamera, ey, ich sag's euch. Aber wir sind deutlich schneller als der Bär damit. Wenn ich den Bär einpacke, am liebsten würde ich ja den Bären einpacken und zum richtigen Moment rausholen. Das Problem ist aber, dann hat er keinen Sattel an. Das ist auch scheiße, Leute. Deswegen, ich bleibe jetzt einfach drauf. Ich weiß, ich habe nur noch ein halbes Leben, aber ich will jetzt wenigstens noch ins Ziel kommen. Ich mache mal hier übers Wasser. Kommst du? Oh, da ist ein Dodorex, lol. Ah. Der kann mich, glaube ich, töten mit der Attacke, ne? Ne, Leute, vor dem habe ich jetzt Schiss. Wir machen weg. Oder ich töte... Oh, nicht, dass er mich jetzt dumm killt, ey. Der geht auf meinen Bären. Ah, shit. Die Attacke... Ist da einer drauf? Okay, ist tot. Oh, da war 300, 290, scheiße. Den hätte ich gern getankt, Alter. Ah, aber nee, Leute, ist die Zeit jetzt. Ah, es wäre vielleicht sogar gegangen. Wo ist denn der Bär jetzt hin? Oh, das ist ein Spieler. Okay, ich muss erstmal Rack Potion nehmen. Wo ist denn der Bär jetzt hin? Scheiße. Und hier ist die Grenze. Ey, ich muss mir echt mal angewöhnen. Das ist ein Spieler. Okay, Level 1. Ich muss mir mal angewöhnen, Transmission, also Transponder, auf meine Dinos zu knallen. Das hätte ich machen sollen, dann würde ich den wahrscheinlich jetzt finden. Der kann tot sein und ich habe es nicht mitbekommen, oder er ist irgendwo, aber ich sehe ihn gerade nicht. Ist ärgerlich, kann sich ändern. Ja gut, dann machen wir das Finale jetzt mit dem Bipedog. Ich hätte den Bären halt super gern dabei gehabt. Kann sich ändern jetzt. Auf jeden Fall alle Rack Potion und so habe ich rausgenommen. Probieren wir es jetzt einfach mit dem guten Kleinen hier. Ja, krass, Mann, krasse Runde hier, ey. Echt heftig. So, das Finale ist wieder da, wo Crusaders bauen. Moment. Ne, die Richtung ist schon korrekt. Und gut, dass ich den Tech-Helm anhabe, ey. Man sieht halt echt ansonsten gar nichts fast. Das sind Spieler. Oh, da müssen wir aufpassen. Ich bin quasi blind, ne? Der Nebel ist der absolute Obershit, ey. So, das Finale. Was? Okay, Vegetarium kann einen runterhauen. Was? Ja, mich hat ein 503 dämonischer Vegetarium gekillt. Scheiße, ey. André, ich werde rausgedrückt. Weil ich nicht das Level habe. Okay, für mich die Sache gelaufen, Leute. Krass, der Megatherium kann Leute, die auf dem Dino sitzen, töten. Das ist natürlich total dämlich. Das macht keinen Sinn, Leute. Ja, das ist doof. Ja. Der Bär war tatsächlich tot. Okay, alles klar. Hab ich nicht mitbekommen, die Meldung, ne? Oh, wie ärgerlich, ey. Gut, ich hätte gerne den Bipedog mal ausprobiert. Genauso hätte ich den Bären gerne im Finale ausprobiert. Das ärgert mich jetzt richtig dolle. So, das ist so geplant, Leute. Weil ich das Level nicht habe, werde ich rausgedrückt von der Bubble und werde jetzt sterben. Also die Runde ist gelaufen. Sehr enttäuschend, ich weiß. Wir gucken uns jetzt noch das Finale an und dann war es das mit der Runde hier gewesen. Also aktuell sieht es so aus, der Megatherium hat mich nicht vom Dino ausgetötet, sondern er hat den Bipedog, der 1000 Armor und 6 Millionen Leben hatte, gewonnen hittet.
Da ist er einfach noch nicht korrekt eingestellt, der Gute. Da ist er einfach noch viel, viel zu stark und wir müssen daran was ändern. Ich werde da mal mit Simplex mal quatschen oder irgendwie mal ihn fragen, was er dazu sagt. Bisher gibt er da mal gute Erfahrungswerte. Okay, so, jetzt haben wir hier den Fight. Mal gucken, wie der abschneidet gegen den Judy. Also der Judy ist auf jeden Fall kein One-Hit. Was macht er? What the fuck? Hä? Ah, der ist rausgerannt! Ach, der Judy hat dafür gesorgt, dass er rausrennt aus der Bubble. LOL! Krass. Geil. Ey, das war ein Hausruck jetzt mein Favorit gewesen, ey. Heftig. Was ich ja jetzt eigentlich machen müsste, ist... Ah, jetzt hat er eingetroffen. Okay. Die Sphäre einfach jetzt runterfahren in den Boden, ne? Ja, genau. Jetzt ist er alleine, okay. Die müsste einfach nur, die Höhe müsste einfach nur reduziert werden, ja. Sodass du mit jedem Dino zwar noch reinpasst, aber nicht mehr rumfliegen kannst. Ja, weil ich habe mit der Z-Einstellung, was die halt super platt. Das sieht halt total kacke aus. Ja. Aber man braucht stimmt, die einfach nur in den Boden reinfahren. Also. Unterschieden. Ja, das wäre noch geiler, ja. Als, ja, ich weiß, was du meinst. Ich hatte das schon ausprobiert. Dann sieht das total gestreckt aus und komisch. Ja. So, Hansemi. Kannst drücken, mein Guter. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ist cool. Hat er mit Judy dafür gesorgt, dass der Mega wegrennt. Ansonsten hätte der Mega wahrscheinlich easy gewonnen. Aber dass der Bulbdog so schnell tot ist, ist krass, ey. Enttäuschend. Sehr enttäuschendes Finale jetzt so aus meiner Sicht, Leute. Ich kann es nicht ändern. So, GZ Tanzami. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken. Ich glaube trotzdem an den Megaterium. Ich werde gleich noch mit Simplex quatschen. Also der auf dem Mega saß. Und mich mit ihm austauschen. Dass wir da noch irgendwas dran ändern. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, Leute. Tschüssi. Ciao.